Diesmal kein Quack-Quack-Quack-Lied. Und ich habe einen Bug hier entdeckt, die... Jetzt sind die Puppen vom Haken. Die Musik wird lauter. Es läuft Blut von den Wänden. Geil. Ich hab grad mega Gänsehaut. Richtig. Ah. Die Wände sondern Blut ab. Es tropft sogar Blut, ich muss da durch. Aufgehängte Kinderleichen. Und hier läuft auch Blut von den Wänden runter. Ich traue mich gar nicht zu den Leichen hin, Hilfe! Die Forget Down Dead Can't Him. Überall läuft Blut runter, es fließt überall. Jetzt wird das Spiel richtig gemein. Ich glaube, ich kann nicht zu den Leichen hier nicht für den Kühlschrank aufmachen. Dein lieber Teddybär wurde vom Eispickel aufgestochen. Ach nö. Eine Rattenleiche, mehrere Rattenleichen. Lasst mich in Ruhe. Überall fließt jetzt haufenweise Blut runter. Der Fetzer gibt gruselige Geräusche von sich. Zettel ist kaum noch leserlich, der eine. Überall natürlich wieder Drogen und Wein. Der Zettel hier ist auch noch kaum leserlich. Auf geht's wieder in den Keller. Und da ist ja wieder, sind wir in der Bücherei, wie es ausschaut. Stories are told again and again, and from their shape we build our understanding of the world. Two children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. A child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of this story, the mother and the witch were the same person. I never wanted to be the witch. But I am, aren't I? Ich schau mich mal hier um. Okay, irgendwelche Zettelfetzen, die ich nicht entziffern kann. Irgendwo spielt ein Plattenspieler. Hier haben wir Ace White Your Sparkle. Okay. Was? Hänsel und Gretel. Okay, die Geheimtür öffnet sich.
mit Gas darin, wie es ausschaut. Oh Gott, da scheint das Eichhörnchen. Sie hat den Eispickel in der Hand, gelenkt vom Boogeyman. Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son. Heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Und das ist das Ende von The Park. Ich fand's cool. Und Ostspray kommt nicht mehr in den Channel rein. Nur zur Info. Sie hat ihren Sohn umgebracht. Geil. Ja, ist voll geil.